Du hast wirklich kaum bis gar keine Erfahrungen mit Männern. Bist vielleicht schon ja Ende 20, Anfang 30, vielleicht sogar Ende 30 und langsam wird es kritisch bei dir, weil du merkst, ich würde schon gerne eine Beziehung haben, aber ich weiß gar nicht genau, wie ich da hinkommen soll. Denn du hast dich in der Jugend gar nicht bis kaum mit diesem Thema Männern beschäftigt, weil du einfach auch vielleicht anders aufgewachsen bist als andere. Und ich kann dir hier vielleicht aus dem Herzen sprechen mit diesem Video, denn ich habe schon sehr viele Frauen betreut mit einem anderen kulturellen Background. Und ich erlebe da halt immer wieder Probleme, die sich sehr ähneln und die man eben lösen sollte, damit man dann in eine glückliche Partnerschaft kommen kann, bevor die Situation so festgefahren ist, dass du eben dann alleine endest oder eben dann nur noch die Single-Tante für immer bleibst und deine 7 Nichten hast, auf die du dann aufpassen kannst. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass du einmal zuhörst und dich nicht für dieses Thema schämst, denn es geht nicht nur dir so, sondern ganz vielen Frauen. Ich habe schon wirklich in meinem Job als Single- und Beziehungscoach hunderten Frauen geholfen und da waren sehr viele Frauen dabei mit eben einem anderen kulturellen Background, die eben genau diese Probleme hatten. Sie haben sich in der Jugend eben gar nicht mit diesem Thema Jungs beschäftigt, weil man möchte ja auch irgendwie zu seiner Familie stehen und nimmt natürlich auch das ernst, was die Familie sagt. Und es ist ja auch okay, selbst wenn du jetzt sehr religiös bist, ist das gar kein Problem. Nur letztendlich ist ja das eigentliche Problem, dass du dir dadurch ja auch Erfahrungen verwehrt hast, gar keine Erfahrungen sammeln konntest mit Männern und selbst auch nicht Gespräche geführt hast oder einfach nur Dates. Jetzt ohne dass was lief und damit wird es dann halt eben immer schwieriger, irgendwann diesen Anschluss zu finden und sich mit einem Mann ungezwungen locker treffen zu können. Ganz viele haben nämlich extrem negative Denkweisen, was Männer eben so betrifft. Vielleicht hast du es von deiner Familie mitbekommen oder denkst es einfach nur, aber ganz viele Frauen, die in deiner Situation sind, denken eben sowas wie, ja, kein Mann würde mich eh wollen oder die wollen alle nur das eine. Man muss sehr vorsichtig sein, mit wem man sich trifft oder der Mann muss definitiv meiner Familie gefallen. Das ist das Allerwichtigste. Und du baust dir damit einen so immensen Druck auf oder baust damit so eine immens hohe Angst auf, dass du es dir natürlich ganz schwer machst, wenn es um das Thema Dating geht. Zudem erlebe ich es auch immer wieder, dass diese Frauen dann auch das Problem haben, sich meistens nicht gut genug zu fühlen. Also du hast dich wahrscheinlich ja dann die ganze Jugend und auch deine 20er über mit deinem Job beschäftigt, vielleicht auch schon das zweite Studium absolviert, wie auch immer deine berufliche Laufbahn aussieht oder aussah. Aber ganz viele Frauen stürzen dann so in dieses Thema rein, machen ganz viel, lernen ganz viel, um natürlich auch die Familie stolz zu machen, weil das natürlich auch ein Stück weit erwartet wird von dir, dass du eben beruflich dann echt gute Leistung ablieferst und du willst natürlich auch deine Familie stolz machen. Aber dafür blieb dann natürlich noch weniger Zeit, dich mit dem Thema Liebe zu beschäftigen und diese ganzen Sätze, die du vielleicht selber eingeredet hast, dieses Jahr ist es eben schwer, in eine Beziehung zu kommen, man muss aufpassen bei Männern, Männer wollen vielleicht nur das eine, ich darf mich nicht zu leicht hergeben oder vielleicht auch so dieses, ne, ich muss ja auch ganz genau darauf achten, wen ich wähle, der muss zu meiner Familie passen, das wurde dann natürlich auch überhaupt wieder nicht bearbeitet und wurde dann mit den Jahren einfach immer noch festgefahrener und wenn du dann wirklich Ende 20, Anfang 30 oder Ende 30 bist, dann ist es dir einfach schon peinlich zuzugeben, dass du wirklich vielleicht bisher nur ein paar Dates hattest, wenn überhaupt. Manche hatten auch noch gar keine Dates und dann ist es auch sehr unangenehm, das zuzugeben, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, okay, es geht in den Chat mit einem Mann beispielsweise und er fragt dann, wie lange bist du Single, ne? Wann war deine letzte Beziehung und so weiter. Das ist einem so unangenehm, dass man eigentlich schon den Fluchtreflex überhaupt startet, bevor überhaupt irgendwas passieren konnte. Also ich erlebe es dann immer wieder, dass diese Frauen teilweise Dates absagen, gar nicht erst dahin gehen oder Online-Dating überhaupt nicht machen wollen, nur offline jemanden kennenlernen wollen, aber
offline ja niemanden kennenlernen, weil sie sich gar nicht A, trauen, jemanden anzusprechen, sie wüssten gar nicht wie, sie haben gar nicht das Selbstbewusstsein dafür, sie haben zu viele negative Gedanken im Kopf, deswegen würden sie es ja gar nicht machen. Und B, wirken diese Frauen dann meistens auch verschlossen, total verschlossen, dass kein Mann auf die Idee käme, eben dich anzusprechen, wenn du irgendwo offline unterwegs bist. Und das ist eben das Problem. Du willst Online-Dating nicht machen, weil du eben auch vielleicht Angst davor hast oder dann merkst, dass du schnell Rückzieher machst oder Dates absagst. Offline funktioniert es aber auch nicht, weil du einfach niemanden ansprechen würdest, nicht weißt wie, gar nicht das Selbstvertrauen dafür hast, zu viel Angst davor hast, aber natürlich auch keiner dich anspricht, weil du einfach sehr verschlossen wirkst. Und dann sind wir in diesem Teufelskreis gefangen. Du machst noch mehr für die Arbeit, ne? Hast noch weniger Zeit für Dates und ja, dann geht der Kreislauf immer so weiter. Und vielleicht kennst du es von dir, deine Eltern werden dann auch irgendwann ungeduldig und fragen dich sehr, was ist denn los bei dir? Hast du nicht mal jemanden kennengelernt? Ne? Sollen wir dir nicht mal jemanden vorstellen? Und das ist dir einfach super unangenehm, weil du willst schon gerne selbst entscheiden, wen du in dein Leben lässt. Du weißt auch, dass deine Eltern es wirklich gut mit dir meinen, aber du würdest es am liebsten selbst entscheiden, wann du jemanden triffst, wen du triffst und eben mit wem du deine Zukunft verbringen kannst. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, du weißt nicht wie. Kurzum gesagt, dir fehlt komplett die Erfahrung. Du weißt einfach nicht, wie du das angehen sollst. Dating, aber auch wie du mehr Selbstbewusstsein in diesem Bereich Liebe für dich bekommen kannst. Wie du auftreten kannst vor Männern. Wie du die richtigen Signale sendest, dass du wirklich nur für eine ernste Sache in Frage kommst. Ne? Weil du hast vielleicht Angst, dass du dann ausgenutzt werden kannst und das willst du nicht, was ich auch sehr gut verstehe. Leider erlebe ich es auch immer wieder, dass da manche Frauen tatsächlich denken, ja, Männer haben kein Interesse an mir, weil ich vielleicht zu langweilig bin oder vielleicht wegen meinem Background oder vielleicht, weil ich einfach schwarze Haare habe, vielleicht nicht so blond bin wie andere. Das sind alles total die doofen Gedanken. Die solltest du dir komplett abschminken. Du bist gut, so wie du bist. Nur, du hast halt eben so wenig Erfahrungen gesammelt, dass du so Angst hast, auf jemanden zuzugeben und so verschlossen wirkst, dass du dann eventuell weniger angesprochen wirst oder eben, ja, dann kaum Dates eben vereinbarst und nicht hingehst. Also dann kann es ja logischerweise nicht weitergehen. Und letztendlich erlebe ich das leider auch immer wieder, wenn du dann wirklich mit jemandem gut chattest, es eigentlich gut läuft, dass du dann den Haken suchst, um es zu beenden und wenn er es beenden sollte, dann redest du dir wieder ein, ja, war ja klar, der kam mit meinem Background nicht klar oder mit dem und dem nicht klar. Aber du musst verstehen, dass es sein kann, dass man auch merkt, dass du wirklich wenig Erfahrungen hast. Es kann sein, dass du dementsprechend diese Erfahrungen, die andere vielleicht mit 20 schon gesammelt haben oder auch in der Jugend, dass du diese Erfahrungen vielleicht noch nicht gesammelt hast und dann ein wenig kindlicher wirkst, wenn ja im Chat oder auch in einem Treffen, ne, vielleicht musst du dann mehr lachen oder benutzt eben einfach so Sachen, Sätze, die der Mann vielleicht überhaupt nicht einsortieren kann oder du verhältst dich halt einfach kindlich und er denkt sich, okay, hat die noch nie mit einem Mann gesprochen. Also es ist sehr wichtig, dass du verstehst, dass du in deiner Situation ein paar Sachen beachten musst, damit es zukünftig in der Liebe klappen kann. A. Es ist sehr wichtig, dass du dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe im Bereich Liebe aufbaust. Du sollst von dir selber wissen und denken, dass du eine tolle Frau bist und dass du gut bist, so wie du bist. Das ist schon mal das Erste, was extrem wichtig ist. Zweitens, du musst lernen, wie du auf eine natürliche Art und Weise dem Mann die richtigen Signale geben kannst, sodass er weiß, dass er dich ansprechen kann, aber auch, dass du eben was Ernstes willst. Du musst eben ganz genau wissen, drittens, wie beispielsweise auch ein Date überhaupt ablaufen sollte, wann man was in welchem Date machen sollte, wie man richtig seine Bedürfnisse kommuniziert, wie man seine Wünsche richtig kommuniziert. Das sind alles ganz wichtige Dinge. Dann solltest du natürlich auch lernen, wie du ja wirklich bei dir bleibst, authentisch bleibst und dich aber auch fallen lassen kannst, auch bei Männern, die du attraktiver findest, dass du da nicht irgendwie nur noch ins Gekicher gehst und total kindlich wirst, weil du einfach mit dieser Situation so massiv überfordert bist.
dann solltest du natürlich auch für dich herausfinden, wie du im Optimalfall Männer kennenlernen kannst und wie du diese Angst überwinden kannst, dass du eventuell nicht gut genug bist und so weiter und so fort. Das sind sehr wichtige Sachen für dich. Und es ist eben sehr wichtig, dass du weißt, dass du einfach jetzt in die Gänge kommen musst. Denn umso länger du wartest, umso festgefahrener wird es. Und das hast du vielleicht auch schon in den letzten Jahren für dich selber gespürt. Es ist Zeit, dass du dir für diesen Bereich mehr Zeit nimmst, dass du dir mehr Zeit einräumst. Und dann wirst du sehen, kann sich auch erst richtig was verändern. Zudem ist es mir sehr wichtig, dass du weißt, dass deine Wünsche respektiert werden. Du musst jetzt nicht das Gefühl haben, ja toll, ne, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, muss ich mich sofort hingeben oder. Nein, es gibt genug Männer, die deine Wünsche respektieren, die dich wirklich vom Herzen her kennenlernen wollen, die es gut mit dir meinen. Und du musst eben lernen, welche Männer sind das? Wie komme ich zu diesen Männern? Und eben auch, du musst lernen, dich darauf einlassen zu können. Weil im Moment hast du noch diesen Panzer um dich herum und kannst gar keinen so richtig nah an dich ranlassen, einfach weil du diese Erfahrungen nicht gesammelt hast. Diese Erfahrungen musst du jetzt aber nicht in den nächsten 10 Jahren nachholen, die andere, ich weiß nicht, mit zwischen ihrem 16. und 25. Lebensjahr wahrscheinlich zuhauf vielleicht gesammelt haben und du nicht, sondern du kannst auch einfach durch Übungen, durch die richtigen Hausaufgaben und Co. diese Erfahrungen nachholen. Du musst dafür nicht jetzt irgendwie x Typen daten und auf die Schnauze fallen und dich verarschen lassen. Das alles brauchst du nicht, sondern du kannst auch rational lernen, theoretisch begreifen lernen, wie Liebe funktioniert, was wichtig ist, wie man die richtigen Partner wählt, wie man No-Gos bei Männern erkennt, wie man sein Profil richtig gestaltet. Das kannst du alles jetzt lernen, das ist kein Thema. Nur du brauchst vielleicht jemanden, der dir da hilft. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich eine richtige Ansprechpartnerin für dich bin, dann melde dich gerne. Ich habe schon vielen Frauen geholfen wie dir, sonst könnte ich gar nicht jetzt dir aus diesem Herzen jetzt hier sprechen. Aus dem Herzen sprechen, ne? Egal, was anderes, ne? Verstehst mich? Und dementsprechend kannst du dich wirklich sehr gerne bei mir melden, dich einfach eintragen auf meiner Website für ein kostenloses Beratungsgespräch. Du musst dich überhaupt nicht schämen. Wir haben schon sehr vielen Frauen geholfen, die noch nie ein Date hatten, teilweise Frauen, die noch nie verliebt waren. Also mach dir da mal keine Sorgen. Wir gucken uns das an. Wir schauen, welche Ängste du genau hast, warum das bei dir so ist, wie es ist und was du brauchst, damit du eben mit mehr Leichtigkeit und auch Freude dieses Thema angehen kannst, ohne eben Angst haben zu müssen, damit es in Zukunft auch was mit den Männern werden kann. Und ja, dann melde dich einfach gerne auf meiner Website, wenn du jetzt noch Fragen dazu hast. Du kannst mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Da findest du mich auch, Simone_Janiga. Auch ganz viele Frauen schreiben mir erstmal da, sagen, sie haben ein Video gesehen und stellen erstmal eine Frage oder wollen einfach mit mir erstmal in Kontakt treten. Das kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Also denk dran, ist nicht peinlich. Ich habe schon sehr vielen Frauen wie dir geholfen. Es gibt sehr viele Frauen, denen es so geht wie dir. Ich weiß, dass du persönlich denkst, dass es nur bei dir so ist, aber so ist es nicht. Und man kommt da raus, nur du musst vielleicht jetzt einfach mal die Erfahrungen nachholen, die andere früher schon gemacht haben, nur eben auf eine etwas vielleicht andere Art und Weise, damit es dann letztendlich auch was werden kann in der Liebe. Also ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Video. Deine Simone.